zum dritten Teil. Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle schon stärker geworden vom letzten Mal. Ne? Und ihr braucht wieder euren Gürtel. Und wir starten direkt mit unserem Spiel. Aber nicht vergessen, vorher verbeugen wir uns natürlich noch. Füße zusammen. Verbeugen. Dann können wir jetzt auch loslegen, oder? Und zwar, wir starten mit dem Schlangentreten. Das hier ist eine Schlange. Und die Donata versucht, auf die Schlange drauf zu treten. Und wenn die das geschafft hat, dann wird getauscht. Also, eure Mama oder Papa nehmen ein Ende und schlängeln das über den Boden. Ihr versucht drauf zu treten und dann wird gewechselt. Aber ganz wichtig, man darf nicht so machen. Ja, eine Schlange ist ja auf dem Boden, die kann ja nicht fliegen, oder? Also, Achtung. Ich schlänge, die Donata springt drauf. Oh nein, sie hat es geschafft. Dann wird getauscht. Und ich versuche drauf zu treten. Aha! Sehr gut. Jetzt seid ihr dran. Los geht's. Sehr gut. Die Mama oder Papa nimmt ein Ende vom Gürtel und versucht drauf zu treten. Los geht's. Jawohl. Und liebe Eltern, macht es euren Kindern nicht zu leicht. Sie sollen schon ein bisschen hinterher rennen. Das sieht schon besser aus. Und dann tauschen. Mal gucken, ob Mama oder Papa da hinterherkommen. Sehr gut. Durch das ganze Zimmer. Und denkt dran, die Schlange bleibt auf dem Boden. Und wir kommen zum Endspurt. Letzte Runde. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Das war richtig klasse. Ich habe schon gesehen, ihr wart richtig schnell, ne? Super. Als nächstes machen wir das Spiel Spaghetti einrollen. Das hier ist unsere Spaghetti und wir rollen uns jetzt in die Spaghetti ein. Das geht so. Jeder nimmt ein Ende, Mama oder Papa nimmt ein Ende und ihr nehmt ein Ende. Und dann rollen wir uns einmal ein und fling, gegeneinander und wieder auseinander. Und nochmal zusammen, richtig schnell. Okay, pass auf, dass euch nicht schwindelig wird wegen uns hier. Jetzt seid ihr dran, los geht's. Auseinander und zusammenrollen. Sehr schön. Einrollen. Und wieder auseinander. Noch dreimal. Eins. Und wieder auseinander. Zwei. Und wieder auseinander. Und drei. Und wieder auseinander. Und Stopp! Na, habt ihr schon ein Drehbuch? Ist das schon ganz schwindelig? Ich hoffe nicht. Denn jetzt geht es nämlich weiter mit unserem Kätzchenspiel. Und das geht so. Das Kätzchen, das seid ihr, liebe Kinder, die legen sich auf den Rücken. Und die Eltern, die nehmen den Gürtel und das Gürtelende baumelt über dem Kätzchen, über der Nase. Und ihr versucht, das zu kriegen. Und ich versuche das, ach, da war ich zu langsam. Ich versuche das hier wegzuziehen. Haha! Oh nein, jetzt hat sie es gekriegt. Und wenn ihr das jetzt gekriegt habt, dann gehen die Eltern ein Stück zurück, halten das ganz fest und die Kinder ziehen sich am Gürtel. Uah, einmal da dran. Okay, los geht's. Die Eltern stehen sich hin und die Kinder legen sich auf den Rücken.
Und wenn ihr es begriffen habt, dann zieht ihr euch an den Gürtel nach oben. Sehr gut. Und macht es den Kindern nicht zu leicht. Die sollen schon ein bisschen sich anstrengen. Und letzte Runde. Mal fest ranziehen. Endspurt. Und stopp. In den anderen Einheiten habt ihr ja schon richtig viel gelernt, wie ein starker Tiger ist. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wie der Tiger richtig steht. Stand der Tiger so? Nein, ne? Die Beine waren auseinander, Hände an die Seite und wo schauen wir nochmal hin? In die Augen, genau. Also richtig stark hinstellen wie ein Tiger, das war wichtig, damit man richtig stark ist. Und heute zu unserer Abschlussaufgabe gehört, dass ich jetzt auf euch zukomme. Und ihr müsst ganz laut Stopp schreien mit der Stopphand und natürlich stark stehen. Wenn ich auf euch zukomme und ihr Stopp schreit, dann bleibe ich auch sofort stehen. Aber ich bleibe nur stehen, wenn ihr das richtig laut schreit. Achtung, seid ihr bereit? Ich komme jetzt auf euch zu und ihr ruft ganz laut Stopp. Und los geht's. Oh, das war laut. Das war richtig gut, aber ich glaube, ihr könnt das noch lauter. Ich renne jetzt auf euch zu, also noch schneller als gerade. Und ihr müsst noch lauter Stopp schreien. Achtung! Oh, Mann, noch lauter war das. Das sind ja meine Ohren ja gepiept fast. So laut war das. In der letzten Runde braucht ihr nochmal alle Kraft. Alle Kraft jetzt. Ich renne auf euch zu und schreie und ihr müsst lauter schreien als ich. Und zwar Stopp. Seid ihr bereit? Wow. Oh. Wow. Mann, das war richtig gut. Da merke ich schon, dass ihr viel stärker geworden seid. Jetzt seid ihr dran und zwar mit euren Eltern. Eure Eltern kommen in der ersten Runde normal auf euch zu und ihr ruft ganz laut Stopp. Und in der zweiten Runde laufen die auf euch zu, ihr sagt Stopp. Und in der dritten Runde rennen die und schreien. Und ihr sagt ganz laut Stopp. Okay, dann mal los. Ihr seid dran. Eure Eltern kommen auf euch zu. Und richtig laut schreien, dass die Wände wackeln. Genau. Und stellt euch stark hin wie ein Tiger. Sehr gut. Und noch stärker. Und noch lauter jetzt. Bis alles wackelt hier. Jawohl. Und die letzte Runde noch einmal. Stopp. Jawohl. Und einmal Stopp. Das habt ihr richtig klasse gemacht. Ich sehe schon, dass ihr jetzt noch viel stärker seid als vorher. Das war richtig super. Und wie immer bei Patsuru kämpfen wir jetzt auch noch miteinander. Und wir kämpfen jetzt mit der heißen Herdplatte. Passt gut auf, das geht so. Als erstes nehmt ihr jetzt euren Gürtel und legt den wie einen Kreis auf den Boden und beide Enden zusammen hinlegen. Einmal hinlegen. Legt euch den schon mal hin. Sehr gut. Und wir beginnen jetzt mit Kämpfen. Das hier ist unsere heiße Herdplatte. Heiß, heiß!
Da müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht reintretet. Und ich versuche jetzt die Donata hier reinzuziehen und die Donata versucht mich da reinzuziehen. Ich bin jetzt da reingetreten, also muss ich einen Strecksprung machen. Und wenn die Donata reintritt, muss die einen Strecksprung machen. Ja, ich versuche nochmal. Ein Punkt für mich. Und jetzt dürft ihr kämpfen. Los geht's. Und los, Kinder. Zieh die Mauer den Papa da rein. Los geht's. Volle Kraft voraus. Sehr gut. Feste, feste. Wer muss die meisten Strecksprünge machen? Die Mama oder Papa oder ihr? Pass gut auf, Feste. Los, noch einmal alle Kraft. Die Mama oder Papa sind vielleicht größer, aber ihr seid viel schneller. Feste! Noch einmal reinziehen. Und die letzten 5 Sekunden. 5, 4. Los, nochmal alles geben. 3, 2, 1 und Stopp. Das habt ihr richtig klasse gemacht. Richtig stark gekämpft, das habe ich gesehen. Super. Zum Abschluss machen wir noch gemeinsam unser Pferderennen und vorher verrate ich euch noch das Passwort. Und das Passwort heißt stark. Okay? Und wir starten jetzt mit unserem Pferderennen. Dafür stellt ihr euch schon mal hin. Ihr bleibt gleich auf der Stelle und lauft gleich so auf der Stelle, wie ein Pferd galoppiert. Und die Pferde stehen an der Startlinie in ihrer Box. Macht direkt mit, wir machen das zusammen. Wir stehen an der Box. Gleich geht es los. Die Pferde sind schon ganz aufgeregt. Achtung! Auf die Plätze, das Startsignal kommt. Fertig! Und los, wir laufen! Einmal die Pferde laufen richtig schnell los. Und Achtung, eine Rechtskurve. Wir sehen uns beim nächsten Training.